Das 4-Stern Superior Thermenhotel Larimar in Stegersbach bietet gehobene Gastlichkeit, hervorragende Wohlfühl-, Therapie- und Wellnessangebote in luxuriöser Geborgenheit. Damit schafft es die Atmosphäre, die für gehobenen Wohlfühlurlaub wichtig ist. Das ökologisch herausragende Hotel wurde in Ziegelbauweise mit viel unbehandeltem Holz und begrünten Dächern in Form eines Eies errichtet. Das Ei ist der Ursprung jeden Lebens und der Inbegriff von Geborgenheit. Mit einem einmaligen Thermen-, Wellness- und Spa-Angebot eröffnet das Hotel Larimar neue Wege zu Gesundheit und Wohlbefinden. Mit einmaligen Ideen und besonders wirksamen Methoden unterstützt sie das Larimar-Team auf ihrem Weg zu noch mehr Lebensqualität im Alltag. Die vier Elemente unseres Lebens, Erde, Feuer, Wasser und Luft, spiegeln sich in vielen Bereichen des Hotels Larimar wider. Die Energien der vier Elemente prägen das anspruchsvolle Ambiente des Hauses. Vom 24. bis 26. Juni 2011 fand im Hotel Larimar ein spiritueller Workshop zum Bau eines indianischen Medizinrades statt. Das indianische Medizinrad ist ein symbolisches Abbild der Schöpfungsordnung. Alle Aspekte des Lebens finden sich in diesem Rad wieder, so auch die vier Himmelsrichtungen und die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft. Den Bau des Medizinrades beim Hotel Larimar in Stegersbach leitet Reuben J. Silverbird, der älteste der Nedni Apache Cherokee und UN-Friedensbotschafter, aber auch ein amerikaweit und weltweit bekannter Künstler. Er begleitet dieses Ritual mit seinen indianischen Klängen, Musik und Gesang. Dieses Ritual steht unter dem Motto Liebe und Frieden für die Welt. 36 Steine mit unterschiedlichen Bedeutungen bilden das Medizinrad. Und 36 Gäste des Hotels tauchten bei diesem Workshop in die Mystik der indianischen Heilphilosophie ein und erlebten im Larimar ein einzigartiges indianisches Ritual, das durch den Bau des Medizinrades die Verbindung zur Mutter Erde herstellt. Der erste, größte und zentrale Stein des Medizinrades ist der Creator, der Schöpfer. Jeder der 36 Teilnehmer übernimmt in diesem indianischen Ritual einen Stein und somit auch eine Funktion des Medizinrades. Dieser Stein ist Wabusi, Hüter des Geistes im Norden. Element Erde, Symbol der weiße Büffel. Jahreszeit Winter, Tageszeit Mitternacht. Der Lebensabschnitt, in dem wir älter geworden sind, in dem unser Haupt schneeweiß wird, wo wir als Neugeborene wieder zur Welt kommen. Der Norden ist die widersprüchlichste Zeit auf dem Medizinrad. Es ist die Zeit, in der die Dinge zu schlafen scheinen. Dennoch findet in diesem scheinbaren Winterschlaf ein tiefgreifendes Wachstum statt. Die Zeit der Bestandsaufnahme, der Reflexion, der Ziele und Absichten. Vorbereitung auf Tod und Geburt. Die nativen Indianer Nordamerikas, die auch Ureinwohner der USA und in Kanada das ursprüngliche Volk genannt werden, bezeichnen das Medizinrad als den Lebensweg. Hierbei hilft dir der Türkis, der mit der Energie des Spechts verbunden ist,
kannst du deine starke Verbindung zum Herzen spüren lernen. Hier sind deine Süße, aber auch die Dornen der Himbeere, die du abspreizt, um dich zu schützen. Dieser Stein ist der Braunbär, die Mondin der Ernte. Der Braunbär lehrt die Fähigkeit zu kreativer Neugier, ein gutes Urteilsvermögen, den Sinn für Gerechtigkeit und verborgene Bereiche von Herz und Seele zu erobern. Man sagt, dass jeder, der in Harmonie und Übereinstimmung mit den Elementen des Medizinrates lebt, sozusagen ein perfekter Mensch im Sinne der Schöpfung ist. Aber niemand hat je dieses hohe Ziel erreicht. Jedes Medizinrad hat seine eigene individuelle Geschichte zu erzählen. Wie viele Räder man auch entdecken möge, ebenso viele unterschiedliche Geschichten darüber sind den Völkern der Ureinwohner Amerikas wohl bekannt. Where all the elements für alle Elemente radiate from. Wo alle Elemente von ausstrahlen. Which is the most sacred. Das ist das Heiligste. Of all the Native American herbs. Der letzte Stein ist gelegt. Die letzte Bedeutung in diesem Medizinrad hat ihren Platz gefunden. 36 Menschen und 36 Steine haben hier einen neuen Platz gefunden, eine neue Verbindung zum Hotel Larimar. Dieses Medizinrad stand unter dem Motto Liebe und Frieden für die Welt. Und genau in diesem Sinne klingt auch dieser Workshop vor dem Hotel Larimar friedlich und liebevoll aus.